und zurück zu Kalasar Dar. So, wir gehen anscheinend. Nicht viele würden nach Stahl und Blut riechend blindlings in eine Krypta hineinlaufen. Aber habt keine Angst. Ein bisschen. Ich spüre den Hunger in euch, wie er an euch nagt. Ihr seht die Toten und euch läuft das Wasser im Munde zusammen. Euch knurrt der Magen. Von was fasselt sie? Schon gut. Ich werde euch wegen dem, was ihr seid, nicht meiden. Bleibt. Ich werde euch alles sagen, was ihr vergessen habt. Sie scheint mich zu verwechseln. Aha. Ich glaube, es geht um irgendwelchen Totenkult. Nekromantin? Who made the gods, I wonder? No one ever told me a satisfactory answer. Nun, ich kann ihr wart jung, als ihr zum ersten Mal Menschenfleisch probiert habt, nicht wahr? Ein Bruder oder eine Schwester war gestorben? Ein Unfall, natürlich. Dann überkam euch der Hunger. Neugier. Was konnte ein einzelner Bissen schon schaden? Jetzt ist alles gut. Ihr habt eine Freundin gefunden, die euch versteht. Ihr könnt eure Schuldgefühle ablegen. Von was fasselt ihr? Schuld? Viele von uns verdrängen die Erinnerung an ihr erstes Mal. Die Scham ist zu groß. Aber ihr braucht euch nicht mehr zu verstecken. Namira, die Herrscherin des Verfalls, nimmt euch so an, wie ihr seid. Sie hat einen Ort für uns, wo wir unseren Appetit stillen können, ohne dafür verurteilt zu werden. Ihr ist Tote? Habe ich das richtig verstanden? Damit will ich nichts zu tun haben. Also gut. Aber wenn der Hunger euch ruft, findet ihr mich vor der Windklippenhöhle. Sagt den Leuten von Markarth, dass ihre Toten sicher sind. Meine Arbeit hier ist getan. Das heißt... Nicht hier. Wir treffen uns bei der Windklippenhöhle. Achso, du bist noch da. Ja, es ist die Frage, ne? Also es scheint jetzt wieder alles in Ordnung zu sein hier. Gott, du siehst ja fürchterlich aus, Lucien. Sollte ich es dem Jarl melden? Dass hier Totenesser herumschwirren. Ja, wir sind hier nicht bei Harry, bei Harry Potter. Meister. Meister Verulus. Das ist ein kleines Problem. Ja, du hast kein Problem mehr eigentlich. Ihr seid zurückgekehrt. Was ist in der Halle der Toten geschehen? Nun, ich sage es einmal so. Die Halle der Toten ist für das Erste sicher. Die Göttlichen mögen euch für eure Heldentaten schützen. Wir werden die Halle sofort wieder eröffnen. Hier, nehmt mein Amulett als Belohnung. Ja, durchaus. Arkai schütze euch. Wir brauchen, glaube ich, noch eins für... irgendwas herzustellen. Irgendein Schrein in... Ach, wie heißt das Haus? Seeblick. So, wir müssen aber ganz woanders hin eigentlich. Das war nur so ein Gedanke. Ja, wir müssen hier rauf und rein. Wir sind ja Archäologe. Haben wir jetzt tatsächlich ein Halsband von Arkai bekommen, oder? Jetzt haben wir schon zwei. Ja, danke. Für diese Tat. Na gut.
Ja, ich weiß noch nicht, ob ich mit der Information anfangen soll. Wollen wir mal dorthin schauen, zu den Windklippen? Was war denn eigentlich hier die große Aufgabe, Lucien? Immer noch nichts zu sagen. Lucien Flavius, reporting for duty. Nein. Let me know if you need anything else. Nicht wirklich. Ach, eine Spinne. Komm, ich wieder ins Sinn. Spinnen sind halt so ein Ding. Wir haben doch irgendeinen Blutwein, richtig? War der nicht... mussten wir nicht irgendwelche Zahnräder finden? Und wie immer Zahnrad? Nee. Warte, ich muss trotzdem mal schauen. Waren das keine Zahnräder? Komm, wir schauen mal. Wir schauen mal gemeinsam. Was wir hier alles zu haben. Nee, das war, glaube ich, um ehrlich zu sein, war das so eine... war das eine Nebenquest? Wir mussten eine ganze Anzahl an Rädern... Ich glaube, das waren... Oder waren das Zahnräder? Bin mir echt nicht... Oh, die haben wir echt alles. Wir haben hier alles gefunden. Ich bin beeindruckt. Warum ist es noch nicht abgeschlossen? Ach nee, wir haben nicht alles gefunden. Schaut hin. Uns fehlt noch Sir Chestos Fliegenumhang. Und Lukas Spitzhacke. Den müssen wir unbedingt noch finden. Ja, wir müssen... Wir haben noch so vieles zu tun. Ach, Galdur. Was habe ich denn da falsch gemacht? Ich schaue mal allein trotzdem. Ich habe jetzt alles durchsucht und ich finde es tatsächlich nicht mehr. Wir mussten doch für irgendjemanden, das haben wir doch noch nicht geschafft, mussten wir doch irgendwelche Zahnräder finden. Kann ich noch einen Sinn so ganz... Much of what I know about the Dwemer comes from a secondary scholar called Naramo. An old family friend, actually. And a personal hero of mine. Die Information, die kenne ich. Magierlicht. Whoever built this wasn't right in the head. Ja, so kann man es erst sehen. I think I'd have made a good Dwemer. Shame they're not around anymore. Nee, wir haben ja gar keine Dwemer gefunden. Das habe ich das letzte Mal. Das waren ja im Grunde nur dieses Clockwork. Clockwork-Ding. Das hört sich. Was haben wir denn eigentlich im Angebot noch? Nicht viel, ne? Nicht viel. Schauen wir. Thank you.
brauche meinen Bogen. Man hört von links von uns Wiss, oder? Aber eigentlich kommt man hier runter. Irgendwo muss doch eines sein. Aufgepasst. Schade, dass der das nicht in der Hand hält. Weiter. Und jetzt den erwischt. Warte mal, hier ist ein bisschen dunkel. Der da hinten ist schon die riesen Tegler. Lucia macht es schon. Inigo macht es schon. Ich verwechsel die immer ein bisschen. Wie heißt nochmal? Das habe ich vergessen. Ich habe es tatsächlich vergessen. Wie heißt nochmal die Candlelight? Alles klar. Jetzt doch mal ein bisschen Licht, gerne. Wartet mal, wir müssen... Wo ist das Wasser? Ich wollte gerade mein... Ich wollte gerade hier, was weiß ich, hier einen Drachenruf oder sowas. Feueratem. Feueratem wäre super gewesen. Oder Frostatem. Das war die große... Inigo, du bist zu Recht. Ich verneige mich vor dir und gebe dir einen Süßkuchen als Belohnung. Okay, then. Na? Als Belohnung für die Tat. Zwei Süßkuchen, obwohl ich einen komischerweise selbst gegessen habe. Warum? Fragt mich nicht. Ich wollte den rüber und dann habe ich ihn plötzlich selbst gegessen.
Sehr merkwürdig. Warum hast du eigentlich noch das in dir drin? Schau mal ein bisschen weiter den Brief. Moment. Das könnte sich ein bisschen weiter entspinnen, die Geschichte. Moment, ein Brief. Salonia. Wir haben einige Forscher am Hals, die nicht vier Städte laufen können. So werden wir Archäologen also betitelt. Ohne etwas zu untersuchen und sie kämpfen etwa so gut, wie man sich das vorstellt. Wahrscheinlich schlechter. Wenigstens ist Strom in der Magie ein wenig versiert. Aber keiner von ihnen kann ein Schwert auch nur erheben. Er und Krack scheinen etwas im Schilde zu führen. Darum muss ich ein Auge auf sie haben. Aber Staubs versicherte mir, dass sie vertrauenswürdig sind. Altius war sein Name anscheinend. Kann es sein, dass die Archäologen noch hier sind? Aber wie sollen sie... Nun gut, die Spinnen können das Netz auch später gewoben haben. Ja, das ist wohl wahr. So much strangeness. Komm hier nicht durch, wie scheint. Was heißt das? Wir schauen mal kurz, was sie uns sagen, was wir machen sollten, eventuell mit ein bisschen Glück. Was heißt das, Berge? Ach, das ist gleich hier. Nee. Doch. Rechts von uns. Ja, aber da. Da komme ich nicht durch. Habe ich zufällig einen Zauberstab? Ich könnte es mal mit einer Axt versuchen. Zauberstab des Kettenblitzes wird wahrscheinlich nicht viel helfen. Wir können es aber tatsächlich mal mit einer Axt probieren. Zum Beispiel, haben wir eine Axt? Hier. Ja, kühler ist ein bisschen blöd, aber okay. Ich versuche einmal die Axt. Irgendwie versuche ich einmal hier durchzukommen. Gut, es hat gewirkt. Gehen wir weiter. Ja, aber nimm am besten wieder dein Bambus. Dein Bambusstäbchen. Todeswolke. Maybe there's a big metal dragon somewhere down here. Mach mir keine Angst. Mit Drachen haben wir es zu tun, aber mit einem Metalldrachen? Das wäre schon etwas Größeres und Schlimmeres. Wohl wahr. Wohl wahr. Seien wir vorbereitet. Ja, auf was? Denn die hier sind wieder so aktiv. Dann kommen wir mit unserer Todesfolge nicht weiter. Wenn es Tweemers sind. Ah, andere Viecher. Ich sehe es schon. Ich brauche meinen Bogen. Ich brauche meinen Bogen. Das ist wieder so eine Schwarzweide. Es sieht ja voll was hier. Aufgepasst. Magierlicht.
brauche meinen Buckel. Oha. Okay, das war ein Blindschuss. Mira. Was ist mit ihm? Vorbei. Wir müssen erstmal wieder ins Zielen kommen. Ne? Der ist nur für Sekunden zu sehen. Aufgepasst. So. Hier muss auf alle Fälle noch eines sein. Ist das eine Duster in der Seele? Ich brauche meinen Bogen. Räumen wir ein bisschen auf. Aufgepasst. Na, wirklich? Nicht getroffen. Traurig, aber wahr. Candlelight. Todeswolke. Aha. Schau mal kurz. Halt, da kommt jemand. I wonder what other dangers this place has in store for us. Wir schauen mal kurz, wo wir hin müssen. Wir müssen hier rein, tatsächlich, wo wir gerade vorstehen. Also den.
Zeller. Aber ihr wisst, in den Schatten. Todeswolke. Ja. Ich glaube, von den Fallmann müssen wir eigentlich so gut wie alles haben, oder? Vielleicht einen Bogen, das wir noch nicht haben. Gehen wir nach rechts. Der falsche. Ja, also zu zielen ist halt immer so ein Ding. Wechselt ständig die zwei. Gute Arbeit. Manchmal macht es so ein Fadenkreuz hin, manchmal nicht. Dass das so ein alter Elf ist, ne? So ein alter Schneeelf ist, die können halt auch ein bisschen zaubern. Wir schauen mal kurz, ob wir noch richtig sind oder nicht. Wir müssen tatsächlich hier rüber. Ja, dann sind wir. Was heißt richtig? Ja doch, wir müssen hier rüber. Ich denke, wir müssen hier rauf. Auf der anderen Seite. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Schau noch mal. Nee, wir sind falsch. Wir sind falsch abgebogen da vorne. Wir sind tatsächlich die falsche Richtung. Lass zurück. Die hat mir gar nicht hingebracht. Bitte. Tut es, Wolke.
Hier kommen wir wieder zurück. So, und jetzt müssen wir hier entlang, ne? Guck mal. Was heißt hier entlang? So richtig auch nicht. Wir hätten doch hinten. Ah, wirklich? Kommen wir doch von hinten irgendwie ran. Also hier kommen wir nicht weiter. Hier geht's nicht drüber. Vielleicht müssen wir doch erst hier rum. Jedenfalls kommen wir hier nicht so einfach rüber. Und von unten kommen wir auch nicht her. Und drüben kann ich mir das auch nicht vorstellen. Ich meine, wir können noch mal Candlelight. Wir müssen zumindest was sehen, Mann, ne? Also hier geht's nicht entlang. Hier ist ja auch nicht irgendwie ein Schalter. Ist gut? Ja, schon. Wir kommen halt nicht durch. Wir kommen halt nicht durch. Was machen wir? Konstanz? Jetzt stopp! Wem ärgerst du dich denn rum hier? Ja, nee, dann wird das nächste hier. Hatten wir den nicht schon alle hier? Auf den Weg geräumt? Oder ist das, gehen wir jetzt irgendwie einen anderen Weg? Heilung! Okay, den Weg sind wir noch nicht gegangen. Nee, tatsächlich. Das ist doch ein anderer Weg gewesen. Hier kommen wir recht. Schaut mal ein bisschen nach Fallen. Wer schießt denn der? Ihr macht das schon, ne? Bisschen was müssen sie ja auch für ihr Geld machen. So ist es hier nicht. Das kleine Weg zur... Ach, da ist er. Ja, ich gehe gleich, nur ich will mal schauen, ob die da... Zurechtkommen. Todeswolke. Wasn't sure which way that was going to go. Brauche eigentlich gar nicht weiter vorwärts oder rückwärts. So, warte, ich habe ihn gefunden, den ich brauche. Also, meine Intuition sagt mir, ich habe ihn gefunden. Ich habe beschlossen, mit einer der Wachen zurückzubleiben und den Wohnbereich weiter zu dokumentieren. Ist es einer der Archäologen, über den wir gestolpert sind? Ich schreibe dies nach bestem Wissen und Gewissen, aber durch das plötzliche Verschwinden der Dwemer ist es fast unmöglich, mit Sicherheit zu sagen, was es alles hier ist. Ein Baum. Bei den Neuen. Ich kann den Zweck dieses Baumes nicht bestimmen. Er scheint aus dem Gebiet um Weißlauf zu stammen. Um Weißlauf? Ein Baum hier? Der
eine Baum, den wir als Setzling neu gepflanzt haben, ist der einzige, der nun von irgendeinem spirituellen Wirt scheint. Aber warum und wie er hierher gekommen ist, ist mir ein Rätsel. Ich glaube, er könnte ein Geschenk von der Oberwelt gewesen sein. Aber bei der prachtvollen Umgebung könnte es sich auch um eine Demonstration der Macht handeln. Ich werde in den Wohnbereichen in der Nähe nach weiteren Hinweisen suchen. Sollte dieser Baum nach all den Jahren immer noch hier bestehen? Bei einer näheren Untersuchung des Bereichs sieht es so aus, als beherberge dieses Bauwerk zwei Clans oder auch Familien. Ich kann mir keinen anderen Grund für diesen Grundriss vorstellen. Vielleicht hat diese Gruppe diesen speziellen Bereich der Stadt beaufsichtigt. Ich muss meine Notizen mit denen der anderen Gebiete vergleichen, wenn wir mehr von der Stadt entdecken. Hoffentlich enthalten einige davon nähere Hinweise. Es sieht so aus, als wäre ein kleiner Flügel eingefallen. Und wenn die Expedition zurückkehrt, können wir vielleicht einen Eingang ausgraben. In diesem Bereich der Ruinen haben wir allmählich Fallmeere zurückgeschlichen. Sie haben sich zurückgeschlichen und sind immer noch da. So wie es scheint, gut, dass ich hier nicht alleine bin. Wir haben einige der Bereiche abriegeln können, aus denen die Falmer vermutlich eingedrungen sind. Aber sie gelangen immer noch irgendwie zu uns. Gemeinsam können wir sie zurückhalten. Wie lange dauert es noch, bis Staubin und die anderen zurückkehren? Nun, anscheinend haben sie es nicht geschafft. Okay, wir brauchen noch ein paar mehr Tagebücher. Das machen wir aber erst das nächste Mal, ne? Jetzt würde ich sagen, essen wir erstmal was vielleicht. Ne, wir sind nur leicht durstig. Leicht müde. Aber wir werden noch schwer müde. Das geht von einer... Und satt. Wir sind satt, tatsächlich. Alles gut? Alles gut, Lucien? Dann, wenn alles gut ist, Lucien... Sag ich ciao, ciao. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Da schauen wir das nächste Mal auf die Karte, ne?